So, hier waren wir bei einem, wie ich hoffe, interessanten Thema beim letzten Mal stehen geblieben. Sie erinnern sich, Dunkel ist jetzt leider schon 2 Wochen her. Richtig? Wir hatten letzte Woche Feiertag, ne? Ja, genau, also 2 Wochen her. Die Idee war, oder die Zielsetzung war, die Aufgabenstellung war, gegeben sind eine Menge von Zugläufen, so wie hier im linken Bild schwarz gezeichnet die ICEs damals, als das Bild aufgenommen wurde, mit zweiter Hälfte der 90er Jahre. Und hier ist gegeben die Menge aller Zugläufe, die damals von der Deutschen Bahn angeboten wurden. Und wir wollen eine Menge von Servicestationen berechnen eine möglichst kleine Menge von Servicestationen, sodass jeder Zug in dieser Menge dann tatsächlich auch eine dieser Servicestationen anfährt. Das haben wir im Prinzip alle schon erledigt. Was wir aber übersprungen hatten, war, was das eigentlich für eine Art von Problemstellung ist. Das ist eine Problemstellung, wie Sie hier unten finden, nennt sich Hitting Set Problem. Was ist der Input? Der Input ist eine endliche Menge F, und das ist bei uns, bei dieser konkreten Anwendung, um die es geht, die Menge der Bahnhöfe. Die Menge aller Bahnhöfe, die von den Zugläufen angefahren werden, die in der Eingabemenge drin sind. Also wir hatten beispielsweise beim letzten Mal betrachtet Darmstadt Süd, Darmstadt Hauptbahnhof. Wir konnten Darmstadt Süd rausschmeißen, weil jeder Zug, der in Darmstadt Süd hält, hält auch in Darmstadt Hauptbahnhof und so weiter, wenn Sie sich noch dunkel erinnern. Wir haben eine Menge S von Teilmengen von F. Diese Menge S, das sind die Zugläufe. Dass also jeder Zuglauf für unsere Zwecke hier bei dieser Problemstellung reicht es, einen Zuglauf zu verstehen als eine Menge von Bahnhöfen, die Menge von Bahnhöfen, die er anfährt. Wir brauchen keine Ankunftszeiten, keine Abfahrtszeiten, keine Gleisinformationen. Wir brauchen nicht mal die Reihenfolge der Bahnhöfe. Für unsere Problemstellung, Servicestationen zu identifizieren, möglichst wenige Servicestationen zu identifizieren, sodass jeder gegebene Zuglauf an einer dieser Servicestationen hält. Dafür reicht die reine Information, ungeordnete Menge, welche Bahnhöfe werden denn von diesem Zug jeweils angefahren, sodass wir also tatsächlich ein Mengenproblem haben in diesem Sinne. Was wir hier noch haben, ist, das ist ein Beispiel für allgemein Überdeckungsprobleme. Das Set-Cover-Problem. Also Sie sehen, ich bin jetzt hier von hinten nach vorne durchgegangen. Das Set-Cover-Problem, das ist ein durchaus interessantes, praktisches Problem, will ich nur hier erwähnt haben. Dazu möchte ich dann allerdings auch eine kleine Zeichnung machen. Jetzt muss ich doch das Digimemo anschließen und hier aufrufen. Ich dachte zuerst, ich habe es umsonst mitgeschleppt, aber hier den Stift muss ich auch noch finden. Da. So. Dann gehe ich da. Auf anderen Bildschirmen. Jetzt muss ich noch gucken, habe ich es richtig rum gemacht? Na, beweg dich mal. Ah ja, richtig rum. Ich muss mir immer merken, wie rum ich das Digimemo halte, damit das passt mit der Richtung. Was haben wir hier? Wir haben eine Menge von, das ist die Grundmenge. Gucken wir noch mal ganz kurz schnell rüber. Mit der Notation eine endliche Menge f und eine Menge von Teilmengen von f. Das ist also die Grundmenge f. Ja, so wie Sie es in der ersten Klasse oder wo gesehen haben, Mengen einfach als Kringel malen. Und diese Teilmengen, von denen da die Rede ist, gehen wir nochmal zurück. Eine endliche Menge f haben wir und eine Menge von Teilmengen von f. Also, wie versuche ich das zu visualisieren?
indem ich jetzt hier irgendwelche ganz wilden Kringel male, die sich überlappen dürfen. Das sind die Teilmengen von f, die gegeben sind. Ja, es gibt eine ganze Menge von Teilmengen von f. Ja, natürlich noch viel mehr, die hier, wenn es geht, den ganzen Raum, die ganze Menge f überdecken. Denn darum geht es, es ist ja ein Überdeckungsproblem. So. Was ist gesucht? Hier, halt, eins zurück. Hier waren wir stehen geblieben. Gesucht ist eine Teilmenge, also eine Auswahl dieser Teilmengen, / Teilmenge von S. S ist eine Menge von Teilmengen, also eine Auswahl von Teilmengen, von diesen kleinen Knubbeln, die ich da gezeichnet habe, sodass jedes Element in mindestens einer dieser Teilmengen, in dieser ausgewählten Teilmenge ist. Das heißt also, was ich suche, ist eine Auswahl von Teilmengen, ja, die da. Ich kann das jetzt natürlich nicht hier bei dem Beispiel durchziehen. Dürfen auch sich überlappende Teilmengen sein. Aber mit der Maßgabe, dass die ausgewählten und dementsprechend von mir schraffierten Teilmengen dann ganz f überdecken. Das heißt also, wenn ich jetzt das Beispiel ganz durchziehen würde, dann müsste ganz f schraffiert sein, dadurch, dass ich ausgewählte Teilmengen schraffiere. Natürlich sieht die Situation normalerweise komplizierter aus, dass man das nicht so schön geometrisch arrangieren kann, aber ich denke, zur Illustration reicht das. Und das Ziel ist, möglichst wenige Teilmengen zu haben. Diese Art von Problemstellungen tauchen zuhauf im Bereich Logistik auf. Denken Sie eine ganz einfache illustrative Sache. Sie sind ein Anbieter von Dienstleistungen, von einem Bringservice irgendwelcher Art. Sie wollen jetzt, also wirklich, wie gesagt, nur zur Illustration, um zu verstehen, warum das Anwendungen hat. Sie wollen jetzt ein Land neu erschließen oder eine Region neu erschließen, indem Sie verschiedene Standorte, beweg dich mal, indem Sie verschiedene Standorte aufmachen. Sie haben eine ganze Menge von möglichen Standorten für Ihre Zentralstation, von denen Sie aus ausliefern. Und Sie wollen natürlich möglichst wenige dieser Stationen aufmachen. Jede dieser Zentralstationen hat einen gewissen Radius, einen gewissen Umkreis, also natürlich nicht im mathematischen Sinne zu verstehen als Radius, sondern eine gewisse Umgebung, eine gewisse Menge von Kunden, von potenziellen Kunden, die von dieser Station aus durch Bringservice bedient werden könnten. Und Sie wollen jetzt als Verkaufsargument wollen Sie eine vollständige Abdeckung haben. Sie wollen nicht schlechte Werbung haben, dass irgendwelche Leute sich beschweren, dass es bei Ihnen diesen Bringservice nicht gibt. Sie wollen vollständige Abdeckung haben. Und damit haben wir genau das Problem. Ja? Jede einzelne dieser Mengen steht für eine potenzielle Zentralstation. Nee, Zentralstation sollte ich gerade in Darmstadt nicht sagen. Also für eine spezielle wie sagt man denn da? Also Sie verstehen, was ich meine. Ein Zentrallager. Und die Menge, es ist die Menge aller potenziellen Kunden, die von diesem Zentrallager aus bedient werden könnte durch Auslieferung. Und wir wollen eine Auswahl von Zentrallagern haben, sodass die Gesamtmenge aller potenziellen Kunden abgedeckt ist. Die Kunden werden natürlich nicht enumeriert, klar, sondern was wir da haben wollen, was wir letztendlich machen werden, ist eine geografische Abdeckung. Insofern ist das Bild vielleicht gar nicht mal so falsch. Gut, ich denke, ist jetzt nicht weiter schwierig zu verstehen. Bleiben wir weiter hier. Das ist das Set-Cover-Problem, also Mengenüberdeckungsproblem. Es gibt das noch in der Variante exaktes Mengenüberdeckungsproblem. Dafür weiß ich, glaube ich, keine praktische Anwendung. Aber in der Literatur tauchen
diese beiden Probleme häufig so als Zwillinge auf. Deshalb habe ich das jetzt hier auch mit erwähnt, auch wenn ich nicht weiß, wofür das gut sein soll. Für theoretische Betrachtungen ist es sehr interessant, für die Praxis weiß ich nicht. Wo der Unterschied darin besteht, die Auswahl soll so getroffen werden, dass kein Kunde, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, dass kein Kunde potenziell von zwei Zentrallagern bedient werden könnte, in der Reichweite von zwei Zentrallagern wäre. Ist natürlich in dieser Anwendung aus keine sinnvolle praktische Erwägung, keine sinnvolle praktische Restriktion. Im Gegenteil, damit macht man sich potenziell nur alle guten Lösungen kaputt. Gut, also aus praktischer Sicht, also mir fällt kein Beispiel ein, wo das aus praktischer Sicht sinnvoll sein könnte. Heating-Set-Problem auf der nächsten Folie hatten wir schon. Node-Cover-Problem auch noch, der Vollständigkeit halber. Was haben wir hier? Einen ungerichteten Graphen. Und wir haben eine... Also warum ist das Node-Cover-Problem da? Weil das ein Spezialfall von unserem Heating-Set-Problem ist, was wir schon diskutiert hatten. Wir haben einen gerichteten Graphen gegeben und was wir haben wollen als Ergebnis ist eine möglichst kleine Menge von Knoten, sodass jede Kante von mindestens einem ihrer beiden Endknoten in dieser Auswahl überdeckt ist. Für jede Kante soll mindestens einer der beiden Endknoten in der Auswahl sein. Das ist ein anderes Beispiel für Hitting-Set-Problem. Wir hatten eben das Beispiel Hitting-Set-Problem hier, genau das, was wir schon beim letzten Mal diskutiert hatten. Und hier anderes Beispiel für Heating-Set-Problem, was ist das allgemein? Wir haben eine endliche Menge F, das sind die Knoten, in dem Fall da oben Node-Cover-Problem, die Knoten dieses ungerichteten Graphen. Wir haben eine Menge von Teilmengen von F, das sind die Kanten. In einem ungerichteten Graphen können Sie jede Kante identifizieren mit der ungeordneten Menge ihrer beiden Endpunkte. Zumindest solange sie keine parallelen Kanten haben. Aber das ist normal, wenn wir von ungerichteten Graphen sprechen, ist das normal implizit ausgeschlossen. Man würde schon von verallgemeinerten Graphen, Multigraphen oder ähnlichem sprechen, wenn man parallele ungerichtete Kanten hätten, die jeweils dasselbe Knotenpaar miteinander verbinden. So, und die Knoten, die jetzt jede Kante überdecken sollen, sind genau eine Teilmenge der Knotenmenge, sodass jeder Kante, also ein Paar, jedes Paar von Knoten, was zu einer Kante gehört, von dem ist mindestens ein Element, mindestens einer der beiden Knoten ist hier in der Auswahl drin, die wir berechnen wollen. Sie sehen jetzt auch hier in dem Moment, wenn Sie auf einer Grundmenge eine Menge von zweielementigen Teilmengen betrachten, haben Sie automatisch, ob Sie wollen oder nicht, einen ungerichteten Graphen. Das können Sie immer natürlich als ungerichteten Graphen auch zeichnen. So, das war noch ein Nachtrag vom letzten Mal. Alles Weitere hatten wir. Ich habe extra noch mal geschaut in das Video vom letzten Mal. Haben Sie mal in die Videos reingeschaut, wenn ich fragen darf? Sind Sie zufrieden mit der Qualität so halbwegs? Ja, also ich glaube, so als Arbeitsvideos ist das schon ausreichend gut, die Qualität. So, das war der Nachtrag noch vom letzten Mal, wo ich beim letzten Mal nicht mehr dazu gekommen war. Jetzt fangen wir wieder mit einem Thema von Null auf an. Wir sind immer noch in, sehen Sie hier unten, weiteren Fallstudien, wie man verschiedene Dinge modellieren kann. Das ist ein Beispiel, wo es wieder darum geht, wir hatten das schon mal bei phylogenetischen Bäumen, wo es nicht einfach nur um die Frage geht, wie kann man das modellieren, sondern wo es auch um die Kritik daran geht, wie man das modellieren kann, beziehungsweise wie es in der Praxis typischerweise modelliert wird. Also wo es nicht einfach nur darum geht, wie so häufig in der Informatik, so macht man es und so ist es schön und so ist es toll und so ist es super, sondern so macht man es, aber so toll und super und schön ist es vielleicht doch nicht, sondern es gibt vielleicht einiges dazu zu sagen.
So, das Problem kennen Sie. Das kennen Sie nicht aus der Informatik unbedingt, das kennen Sie vielleicht aus der Statistik. Methode der kleinsten Quadrate, Gaußsche Methode der kleinsten Quadrate, lineare Regression. So einen Begriff haben Sie vielleicht. Haben Sie alle Mathe 3 gehört? Okay, ist egal. Wir brauchen kein Vorwissen in Mathe 3 oder sonst woher, um zu verstehen, worum es hier geht. So, die Problemstellung ist ganz einfach. Wir haben Messpunkte, zweidimensionale Messpunkte. Und wir wissen aus theoretischen Überlegungen, dass diese zweidimensionalen Messpunkte eigentlich eine Gerade ergeben müssten. Also ein schön einfaches Beispiel, wo die Gerade, die es ergeben müsste, nicht durch Nullpunkt geht, ist zum Beispiel das Verhältnis, wenn Sie tauchen gehen, das Verhältnis zwischen dem Druck, dem Sie ausgesetzt sind, und der Wassertiefe. Also umgekehrt natürlich, je tiefer Sie gehen, umso mehr Druck. Das beginnt nicht bei Null, wenn Sie Tiefe Null haben, sondern da ist ja noch der Druck der Atmosphäre obendrauf, was ja auch eine Tonne pro Quadratmeter schon mal ist. Und dann kommt, je weiter Sie runtergehen, dann entsprechend mehr Druck durch den Wasserdruck noch obendrauf. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, dass solche linearen Zusammenhänge zwischen Kenngrößen nicht unbedingt immer durch den Nullpunkt gehen müssen. So, also Sie sehen, die Messungenauigkeiten sind in diesem Beispiel schon frappierend. Aber Sie wissen aus der Physik, dass da eigentlich ein linearer Zusammenhang sein müsste. Oder es könnte ein quadratischer Zusammenhang sein, beispielsweise, dass Sie das aus der Physik wissen. Dann würden Sie die Umkehrfunktion, die Wurzel bilden und hätten auch einen linearen Zusammenhang wieder. Also dann hätten Sie eine Gerade wieder, die Sie berechnen müssten. Oder ein exponentieller Zusammenhang, dann würden Sie einen Logarithmus bilden und hätten wieder das Problem, eine Gerade zu finden. Die Gerade, die am plausibelsten ist bei diesen gegebenen Messpunkten. Das Wort plausibel, ja, sagt schon, dass das nicht ganz so unproblematisch ist, denn Plausibilität ist kein schlagendes Argument. Ja. Wann immer mir jemand kommt mit Plausibilitätsargumenten, ist meine Antwort: Nichts ist so plausibel wie die Tatsache, in Anführungszeichen, dass sich die Sonne einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Wenn Sie das nicht aus der Schule oder sonst woher wüssten, dass es nicht so ist, würden Sie das und ich genauso ganz selbstverständlich, ohne das zu hinterfragen, so sehen. Ne? Oder sind Sie da anderer Meinung? Ist vermutlich so, ne? Gut, also, wir haben als Input gegeben, haben wir eine endliche Menge von Punkten hier in der Ebene, kann natürlich auch eine Höherdimension sein. Und eigentlich sollte das eine affin-lineare Beziehung sein. Affin-linear und nicht einfach linear. Deshalb, ich weiß nicht, ob wie weit das in der Linearalgebra thematisiert wird, weil es nicht durch Null geht. Wenn es durch Null gehen würde, würde man von einem linearen Zusammenhang sprechen. Und wir wollen jetzt die bestmögliche Schätzung dieser affin-linearen Relation herausbekommen. So, also, hatte ich schon eingangs gesagt, das ist jetzt nicht ein Beispiel dafür, dass alles super toll ist, was wir hier so machen, sondern eher, um nochmal zu sehen, dass vielleicht nicht alles so super toll ist, wie es erstmal aussieht, wie es auch in Lehrveranstaltungen präsentiert wird. Man sollte hier einen interessanten Punkt dabei sehen, das werden wir jetzt gleich noch kurz diskutieren. Es gibt eine Standardmethode, wie man sowas schätzt. Lineare Regression, also die kleinste Quadrate-Methode, werden wir gleich sehen. Und es ist mir schon häufiger begegnet, dass der Unterschied verschwunden ist in den Köpfen von Menschen, mit denen ich gesprochen habe oder von denen ich was gelesen habe. Der Unterschied völlig verschwunden ist zwischen der Problemstellung: Wir wollen eine Gerade möglichst gut schätzen, aus gegebenen Messpunkten, und der Anwendung und dem Algorithmus, Methode der kleinsten Quadrate. Sondern das Bild gesehen und sofort geschlossen, das ist ein kleinstes Quadrate-Problem. Das bezeichnet diesen Punkt hier. Häufig ist es so, und das ist ein schönes oder nicht so schönes Beispiel dafür,
dass Modelle so selbstverständlich, so häufig benutzt werden, dass man da überhaupt nicht mehr unterscheidet. So. Wie kann man versuchen, diesem Punkt, dieser Fragestellung näher zu kommen? Vielleicht wieder so ähnlich wie bei dem Graphenzeichnen-Problem. Wir können uns vorstellen, die Gerade ist in die Ebene geworfen und es gibt verschiedene Bindungskräfte der einzelnen Punkte an diese Geraden, so wie wir uns das beim Graphenzeichnen vorgestellt haben, mit Federn, die gestraucht oder gestreckt werden. Und Idee ist, sozusagen die Gerade herauszubekommen, die nach unserer Modellierung dieser Bindungskräfte ein Kräftegleichgewicht ergibt, ein Equilibrium. So, jetzt können wir erst einmal Folgendes feststellen, dass wir das auf verschiedene Art und Weisen uns das vorstellen können, uns das modellieren können, wie die Knoten, wie die einzelnen, Entschuldigung, Knoten ist jetzt hier das falsche Wort, wie die einzelnen Punkte in der Ebene Kraft ausüben auf diese Gerade, sodass da am Ende ein Equilibrium, ein Kräftegleichgewicht herauskommen soll. Naiverweise würde man sagen, das Bild sollte so aussehen, nicht? Dass die Punkte ihre Kräfte lotrecht auf die Gerade ausüben. Das würde eigentlich der physikalischen Intuition dahinter am ehesten entsprechen. Was man aber eher macht in der Praxis ist, und das gehört auch zur Methode der kleinsten Quadrate, ist, sich nur vorzustellen, dass diese Kräfte vertikal wirken. Warum? Ganz einfach. Also ich kenne nicht viele Lehrbücher, die diesen Fall überhaupt mal diskutieren, aber wenn Sie mal so ein Buch in die Hand bekommen, also die diese Möglichkeit diskutieren, die Sie rechts sehen, wenn Sie mal so ein Buch in die Hand bekommen, dann werden Sie feststellen, dass das doch alles mathematisch sehr viel komplizierter ist, wenn man jetzt hier versucht, mit schrägen Linien herumzuhantieren. Nicht? Das können Sie sich ja vorstellen. Hier haben Sie einfach den Y-Distanz, hier haben Sie irgendeine Distanz, die Sie erst noch mit euklidischen Abständen überhaupt erstmal modellieren müssen. Sie wissen, euklidische Abstände, Wurzel aus x² plus y², das wird schon alles ziemlich kompliziert. Diese Problematik umgehen Sie, wenn Sie von vornherein nur vertikale Abstände hernehmen, anstatt lotrechte Abstände. Das Lot sagt Ihnen was. Lot, Fällen, lotrechter Abstand und so. Irgendwie dunkel aus der Schulzeit. Okay. Es ist jedenfalls das. Lotrecht heißt 90 Grad auf die Gerade. So, wie geht dieser Standard, die kleinste Quadrate-Methode vor? Das kann ich hier an dem Bild vielleicht noch ein bisschen veranschaulichen oder an dieser Veranschaulichung nochmal erklären. Wie modellieren wir die Kräfte, die darauf wirken? Sind wir ja völlig frei. Wir können das versuchen, nach einem physikalischen Modell mit Sprungfedern oder ähnlichem zu modellieren oder sagen, nö, ist vielleicht für unsere Zwecke nicht adäquat. Wir modellieren die Kräfte anders, abhängig vom Abstand. Man könnte zum Beispiel linear die Kräfte hier hernehmen. Das heißt also, proportional zum Abstand wächst die Kraft. Wie das Wort kleinste Quadrate-Methode schon suggeriert, wird die Kraft gemessen durch die Quadrierung des Abstands. Man nimmt sich für jeden einzelnen Punkt den Abstand zur Geraden her, quadriert den jeweils für sich und dann summiert man das auf. Und was wir rauskriegen wollen, was die kleinste Quadrate-Methode auch insbesondere rauskriegt, ist eine Gerade oder die Gerade, die dürfte im Normalfall eindeutig sein, die Gerade, die diesen so entstandenen Wert minimiert. Also jeden einzelnen Abstand vertikal zur Gerade quadrieren, alles aufsummieren, ergibt für jede Gerade einen Wert und wir wollen eine Gerade finden, die diesen Wert minimiert. Das ist die kleinste Quadrate-Methode. Die Summe der Quadrate der vertikalen Distanzen soll minimiert werden. So, da gibt es jetzt aber ein grundlegendes Problem.
Damit. Es gibt mehrere Probleme, aber das ist jetzt erst einmal ein sehr, sehr wichtiges Problem eigentlich. Wir quadrieren die Distanzen. So, das heißt also, die weiter von der Geraden entfernten Punkte, die Ausreißer, die haben überproportional viel Einfluss auf die Gerade. Logisch? Klar. Das heißt, aber diese Ausreißer sind typischerweise besonders krasse Messfehler. Das heißt, die besonders krassen Messfehler haben überproportional viel Einfluss darauf, wo die Gerade am Ende zu liegen kommt. Ist eigentlich nicht das, was man will, nicht? Eigentlich würde man gerne wollen, dass die Ausreißer möglichst wenig Gewicht haben, aber durch die Quadrierung haben sie möglichst viel Gewicht. Man versucht, diese Probleme zu lösen. Es gibt eine ganze Menge an wissenschaftlichen Arbeiten dazu, wie kann man die kleinste Quadrate-Methode anwenden und nur, sagen wir mal, 90% der an dieser gerade nächstliegenden Punkte in die Betrachtung hineinzuziehen und die 10%, die am weitesten weg sind, nicht in Betracht zu sehen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, denn es hängt ja von der Gerade ab, welches die 10% weitesten weg sind. Also hier müssen Algorithmen geschaffen werden, mit denen man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen kann. Erst wenn wir die Gerade kennen, wissen wir, welche 10% Ausreißer wir wegschmeißen müssten. Aber wir wollen ja die Gerade berechnen unter der Annahme, dass die 10% Ausreißer schon weg sind. Ja, also da gibt es Methoden, mit denen man da weiterkommen kann, dass man diese Ausreißer wegschmeißt und damit ist das Problem geheilt, prinzipiell. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich geheilt ist, aber im Prinzip hat man es damit im Griff, um den Preis, dass man sich da das Leben schwer macht und eine nochmalige Unsicherheit hineinbringt, denn wer sagt denn, dass die 10% größten Ausreißer jetzt die Wahrheit sind. Vielleicht sind es ja die 20% größten Ausreißer oder nur die 5% größten Ausreißer. Wir haben jetzt nochmal eine Willkür drin, dass wir sagen 10% beispielsweise und jeder solcher Willkürakt gibt eine zusätzliche Unsicherheit hinein. Kann ja falsch sein. Also, wenn das die Situation ist, warum zum Teufel werden die Quadrate, werden die Quadrate der Distanzen betrachtet als Grundlage. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Also zunächst einmal, dass das natürlich aus dem physikalischen Modell kommt, aber das ist natürlich kein wirklicher Grund. Ja, das hatte ich ja gesagt, wir sind ja frei darin, ob wir der Physik bis in alle Details folgen oder nicht. Wenn wir der Meinung sind, dass die Physik das physikalische Modell an der Stelle nicht adäquat ist, dann lassen wir die Physik halt Physik sein und basteln das selber. Es gibt aus der Statistik noch ein Argument dafür, was in manchen Fällen richtig ist, in anderen Fällen nicht unbedingt richtig ist. In bestimmten relativ schwachen unter bestimmten relativ schwachen Umständen, also wenn bestimmte relativ schwache Umstände der Fall sind, also insbesondere wenn wir perfekte Symmetrie der Zufallsfehler haben, dann ist das, was durch die kleinste Quadrate-Methode herauskommt, etwas, was man aus der Statistik kennt. Falls Sie das nicht kennen, falls Sie Statistik noch nicht gehört haben, ist egal. Brauchen Sie nicht zum Verständnis. Das, was herauskommt, ist für diese Gerade der sogenannte Maximum Likelihood Schätzer. Also im Deutschen übersetzt man das letzte Wort, Estimator, in Schätzer. Und typischerweise lässt man alles, was davor kommt, Maximum Likelihood, unübersetzt. Also maximale Einschätzung der maximalen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das. Ja, was ist denn das überhaupt? Das wird hier gesagt, was das eigentlich ist, der Maximum Likelihood Schätzer. Nicht das, was man denken würde.
wie ich das Problem eingangs motiviert habe, die plausibelste, die wahrscheinlichste, gerade bei den gegebenen Messpunkten. Die plausibelste, wahrscheinlichste, gerade unter den gegebenen Messpunkten wissen wir ja nicht. Wie sollen wir das herausfinden? Sondern umgekehrt ein bisschen die Logik von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist die Grad, der Maximum Likely Unterschätzer. Das, was man tatsächlich kriegen kann, ist diejenige Grade unter allen Graden, bei der die Proben, die Punkte, die wir rausbekommen haben, am wahrscheinlichsten sind. Ja? Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Punkte, die wir rausbekommen, so genau auf diese Art und Weise Kraut und Rüben sind und nicht auf andere Art und Weise Kraut und Rüben sind. Und für jede Gerade gibt es so eine Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet diese so weit entfernten Punkte herauskommen. Und der Maximum Likelihood Schätzer, das ist die Gerade, bei der diese Wahrscheinlichkeit maximiert wird. Also bei der das, also die Umkehrung der Logik. Eigentlich wollen wir die plausibelste Gerade bei gegebenen Messpunkten haben. Was wir rauskriegen, ist die Gerade, unter der die gegebenen Messpunkte am plausibelsten ist. Ist klar der logische Unterschied? Bitte? Haben Sie eine Frage? Das ist die Frage, wie Sie dann am wahrscheinlichsten definieren. Also zumindest, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, hier perfekte Symmetrie der zufälligen Variation, ist das mit Sicherheit nicht die wahrscheinlichste Gerade. Ja, wenn Sie einen Bias in den Fehlern haben, also eine systematische Verzerrung drin, ist das mit Sicherheit nicht die wahrscheinlichste Gerade. In dem Moment, wenn Sie eine perfekte Symmetrie haben, ein weißes Rauschen, dann kann man tatsächlich sagen, das ist auch die wahrscheinlichste Gerade. So, das sind einige Gründe, aber ich denke, der wichtigste Grund ist der, den ich bis jetzt noch nicht angesprochen habe. Nämlich, das werden Sie dann, wenn Sie es noch nicht gehört haben, in der Statistik, denke ich, hören. Oder jemand, der Mathe 3 gehört hat, falls es jemanden hier drunter gibt, wird das behandelt? Ich denke doch, oder? Genau, wird behandelt. Wenn Sie die quadrierten Distanzen hernehmen, dann können Sie das Problem lösen, indem Sie ein lineares Gleichungssystem, ein bestimmtes lineares Gleichungssystem lösen. Und dann bekommen Sie als Ergebnis die Parameter der Variablen raus. Also wo es durch die Y-Achse durchgeht, wo die gerade durch die Y-Achse durchgeht und was die Steigung ist oder irgend sowas. Ja, das ist denke ich, nochmal zum Abschluss ein hoffentlich einsichtsreiches Beispiel dafür, dass man es sich eigentlich nicht zu einfach machen sollte, dass da, selbst wenn etwas die eine Methode der Wahl ist und schon seit Jahrzehnten oder noch länger die Methode der Wahl ist und in jedem Statistikpaket, in jedem Lösungspaket die Methode der Wahl ist und gar keine andere Methode angeboten wird und so weiter und so fort, dass das doch nicht unbedingt in jedweder Hinsicht das Beste ist. Insbesondere, dass oft ein Kompromiss geschlossen wird. Es modelliert zwar die Realität schlechter als andere Möglichkeiten, aber es lässt sich besser, einfacher behandeln. Da war eine Frage? Nein, Sie quadrieren kein lineares Gleichungssystem. Hier steht nicht, dass... Hier oben, das ist Ihr ursprüngliches Problem und das lässt sich zurückführen durch eine kleine mathematische Ableitung auf Lösung eines linearen Gleichungssystems. Im Wesentlichen ist das, wenn man so will, die Verallgemeinerung von dem, was Sie aus der Schule kennen, ein Minimum oder Maximum kriegen Sie raus, indem Sie die Ableitung auf Null setzen und gucken, wo Sie da landen. So ganz salopp gesagt. Nur jetzt im Mehrdimensionalen.
Da sehen Sie, also bei einer Parabel kriegen Sie, also bei einer Parabel, die sich nach oben öffnet, kriegen Sie sofort das Minimum raus, indem Sie Ableitung auf 0 setzen und gucken, an welchem x sind Sie da. Und so ähnlich vielleicht, näherungsweise können Sie sich vorstellen, wie wir hier von einem quadratischen Zusammenhang auf einen linearen Zusammenhang kommen. Gut, noch Fragen an dieser Stelle? Jetzt wird es wieder ein bisschen formaler. Also keine Sorge, nicht so formal wie in gewissen anderen Lehrveranstaltungen. Es bleibt hoffentlich immer noch ein bisschen alles anschaulich, aber wir werden ein bisschen mehr mit Mathematik herumzuhantieren haben. Hier geht es um etwas, was wir ja schon bei OBL gesehen haben, dass wir so etwas wie lineare Algebra, also Gleichungen und sowas alles, lineare Funktionen, lineare Gleichungen, dass wir so etwas nicht nur wie in der Mathematik verstehen können als etwas, was diverse Aufgaben generiert, Lösung von Gleichungssystemen, Determinanten berechnen, Eigenwerte berechnen und was es alles da an Aufgaben gibt, sondern dass man das einfach auch auffassen kann als eine Sprache, in der man Probleme modellieren kann. Ja? Warum wollen Sie Eigenwerte berechnen? Das kennen Sie aus der Mathematik, oder? Das müsste irgendwo Mathe 1 oder 2 sein. Warum wollen Sie Eigenwerte berechnen? Weil in der Physik und anderswo gewisse Dinge sich modellieren lassen als die Eigenwerte oder die Eigenvektoren einer Matrix. Deshalb interessiert es Sie oder muss es Sie interessieren, ob es Sie interessiert oder nicht, wie man Eigenwerte berechnet und was das überhaupt ist und wie die Algorithmen da vorgehen. Und genau das werden wir jetzt auch sehen im Rahmen von linearer Algebra, im Rahmen der Ausdrucksmöglichkeiten von linearer Algebra. Das haben wir schon, denn diverse Modelle, die wir aufgestellt haben mit OBL am Anfang des Semesters, zum Beispiel um Pfade zu modellieren oder fällt mir dabei ein, fallen unter das, was wir jetzt hier auch betrachten. Wir haben schon solche Sachen mit OBL gemacht. So, was ist Integer Linear Programming? Vielleicht nur ganz kurz als Einleitung. Wir haben gesehen, dass viele algorithmische Problemstellungen sich mehr oder weniger natürlicherweise in OBL formulieren lassen. Das, was Sie sich sicherlich vorstellen können, ist, je ausdrucksstärker die Sprache ist, die ein Löser versteht, umso weniger effizient wird er für das konkrete Problem sein können, was man in der Hand hat. Ja, das sehen Sie überall. Wenn Sie einen Algorithmus haben für ein allgemeineres Problem, wird er weniger effizient sein als der Algorithmus für ein konkretes Problem, logischerweise. Sonst würde man ja immer den Algorithmus für das allgemeine Problem hernehmen und den Algorithmus für das konkrete Problem wegschmeißen. Sie haben in der GDI 2, denke ich, ein Beispiel, mindestens ein Beispiel dafür gesehen, allgemeines Sortieren, wo Sie Algorithmen wie Quicksort, Mergesort und so weiter haben. Und Algorithmen, ich weiß nicht, haben Sie bei mir die GDI 2 gehört? Ich weiß nicht, was der Johannes Buchmann da jetzt genau gemacht hat, aber zumindest bei mir haben Sie dann auch noch einen Satir-Algorithmus Bucketsort gesehen, der nur für spezielle Situationen möglich ist, nämlich die zu sortierenden Elemente sind Strings und die Sortierlogik soll lexikografisch sein und der Algorithmus ist dann für diese spezielle Situation effizienter, als wenn Sie Quicksort oder Mergesort auf diese spezielle Situation anwenden würden. Wenn Sie bei Johannes Buchmann was gehört haben, werden Sie vielleicht sowas Ähnliches mal gesehen haben, weiß ich nicht, was er da für Stoffauswahl gemacht hat. Ist schon zu lange her. Ja. So, und das, was wir jetzt hier betrachten, ist eine Sprache, wenn man so will, die nicht so ausdrucksstark ist wie OBL. Aber wir werden hier an Fallbeispielen sehen, dass sie doch schon ziemlich ausdrucksstark ist, schon sehr ausdrucksstark ist, dass etliche Dinge sich als ILP modellieren lassen, bei denen man das nicht vorher erwartet hätte. Wenn wir jetzt uns gleich angucken, was ILP eigentlich genau beinhaltet, was es für Ausdrucksmöglichkeiten es überhaupt dabei gibt, die sehr eingeschränkt sind eigentlich.
in dem iLog, was Sie da haben, übrigens, ich werde noch eine Mitteilung herumschicken. Wir haben es jetzt geschafft, iLog zum Download zur Verfügung zu stellen, mit ohne Lizenz-Key, sodass wir also eine bessere Möglichkeit, dass Sie damit dann umgehen können. Warum komme ich jetzt auf iLog zu sprechen? Weil das, was wirklich in iLog die Sachen typischerweise reißt, was wirklich dafür sorgt, dass iLog eine sinnvolle Sache, also so ein Tool eine sinnvolle Sache ist, ist der ILP-Löser, der da drin steckt, der mal vor vielen Jahren aufgekauft worden ist. Der nennt sich Cplex, sind Sie vielleicht drüber gestolpert. Der nennt sich Cplex und ist da integriert. Und das ist eigentlich der Motor, das ist sozusagen der Turbo, der dafür sorgt, dass man mit iLog, mit OPL-Modellen, Entschuldigung, dass man da überhaupt was Vernünftiges in vielen Fällen hinbekommen kann. Das ist aber hier kein Thema. Das ist auch in den anderen Lehrveranstaltungen, die ich anbiete, kein Thema. Ich habe ja es öfteren schon mal gesagt, hier geht es um algorithmische Modellierung. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir es in der Zielsprache fertig modelliert haben, sind wir hier in dieser Vorlesung fertig. Und in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen im Wintersemester gucken wir uns dann an, wenn wir es fertig modelliert haben, wie kann man damit dann vernünftig umgehen? Wie kann man da mit vernünftigem Laufzeitaufwand eine vernünftige Lösung bekommen? Das hier ist kein Thema in Optimierungsalgorithmen, insbesondere aus dem einfachen Grund, weil es dafür Lehrveranstaltungen im Fachbereich Mathematik gibt, im Bereich Optimierung. Da können Sie sich austoben zu diesen Themen. Es macht keinen Sinn, dass ich noch versuche, hier eine Konkurrenzveranstaltung aufzuziehen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass man schon eben nicht nur einfach Effizienz von ILP für sich genommen betrachten kann, sondern man muss eine ganze Menge mathematischer Theorie, Optimierungstheorie erst einmal einführen, bevor man dann zu diesem Punkt kommen kann. Macht auch keinen Sinn. Also zu diesem Thema Effizienz von ganz, wie man effizient ganzzahlig lineare Optimierungsprobleme lösen kann, verweise ich Sie auf die entsprechenden einschlägigen Lehrveranstaltungen im Fachbereich Mathematik, im Bereich Optimierung. So, und für uns ist es aber auch eine sehr gute Übung darin, also nicht nur als Wissensinhalt, aha, sowas geht alles, sondern auch eine gute Übung darin, auch auf dem Übungsblatt, wie man generell in einem sehr eingeschränkten, mit sehr eingeschränkten Ausdrucksmöglichkeiten dann trotzdem eine ganze Menge modellieren kann, was ja eigentlich die Hauptzielsetzung dieser Lehrveranstaltung oder dieser, nein, nicht der ganzen Lehrveranstaltung, vielleicht doch auch der ganzen Lehrveranstaltung, aber insbesondere für diesen Abschnitt hier ist. So, jetzt aber endlich. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit von ILP gesprochen und habe nichts dazu gesagt, was das eigentlich ist. Ich habe nur gesagt, das haben wir eigentlich schon gemacht, schön. Wir haben schon vieles gemacht, aber was davon ist ILP? So, gut, hatte ich gesagt, eine eingeschränkte Version von OPL, wenn man so will, wobei wir hier mathematische Notationen jetzt hier verwenden werden, keine OPL-Notation. Worum geht es? Das zeige ich am besten hier dran. Don't panic, so schlimm wie es aussieht, ist die Folie nicht. So, es geht, das L steht für linear, das I steht für ganzzahlig. Ich soll das vielleicht mal vorweg sagen, bevor wir in die Details gehen. Ganzzahlig heißt, dass wir nicht nur sagen, die zulässigen Lösungen sollen den und den Nebenbedingungen genügen, sondern wir sagen noch zusätzlich, das sollen keine beliebigen reellen Zahlen sein, die da rauskommen, sondern ganze Zahlen, die da herauskommen. Also in der linearen Algebra zum Beispiel kennen Sie lineare Lösung von linearen Gleichungssystemen, Berechnung von Determinanten, Berechnung von Eigenwerten. Da kommen immer irgendwelche reellen Zahlen dabei heraus. Bei den Übungsaufgaben und Klausuraufgaben wissen Sie, wenn da jetzt abenteuerliche reelle Zahlen rauskommen, dann haben Sie sich irgendwo verrechnet. Da kommen dann, denke ich mal, doch halbwegs vernünftige ganze Zahlen oder sowas raus. Aber zunächst einmal ist das, was da rauskommt, typischerweise, also man hat, also ist man zufrieden damit, muss man auch zufrieden damit sein, wenn man irgendwelche beliebig reellwertigen Vektoren und so weiter herausbekommt.
kann gar nicht unbedingt immer hoffen, dass man auch eine ganzzahlige Lösung, dass überhaupt eine ganzzahlige Lösung etwa eines linearen Gleichungssystems existiert. Man muss mit der reellwertigen Lösung zufrieden sein. Ist man meistens dann ja auch. Also, I steht für ganzzahlig, L steht für linear. Das sehen wir uns jetzt hier an auf der Folie, was das konkret heißt. Nochmal als Wiederholung aus der Linearalgebra. Das P steht für Programming, hatten wir. Sie müssen aber sehen, dass dieser Begriff, Linear Programming zumindest, geprägt wurde zu einer Zeit, als das, was wir hier unter Programmieren verstehen, noch gar nicht existiert hat. Das Ganze geht im Wesentlichen zurück als Wissenschaft auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo logistische Probleme als solche ILPs modelliert worden sind, zum Beispiel wie man von amerikanischen Ostküsten, Häfen zu britischen und dann später auch französischen Häfen am besten die Fracht transportieren kann, damit die Wahrscheinlichkeit oder der zu erwartende Verlust an Tonnage durch deutsche U-Boote minimiert wird und solche Sachen. Das ist das Ausgangsproblem, was Sie in der Literatur finden, wo das Ganze seinen Ausgang genommen hat. Sie wissen ja, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Nicht aller, aber sehr vieler Dinge. Das heißt also, zu einer Zeit, als wir noch nicht von Programmieren in dem Sinne gesprochen haben, damals wurde dieser Begriff geprägt. Heute würde man von ganzheitlich linearer Optimierung sprechen. Aber es hat sich ILP eingebürgert, Integer Linear Programming oder auch Linear Programming. Es gibt auch Convex Programming und Quadratic Programming mit den entsprechenden mathematischen Variationen, die der Name suggeriert. Es hat sich Programming als Name gehalten, von damals, als der Begriff geprägt wurde, unabhängig davon, dass Programming heutzutage im allgemeinen Sprachgebrauch etwas anderes ist, nämlich Softwareentwicklung. So viel dazu. Also linear, was heißt? Das heißt, die Zielfunktion, die wir minimieren und maximieren wollen, zunächst einmal, also erst ist affin linear, ist so etwas, und die Nebenbedingungen sind affin linear, sind solche Sachen. Was heißt das ganz konkret? Schauen Sie sich das mal ganz genau an. Sie haben die Unbekannten, die Variablen, deren Werte Sie berechnen wollen hier. Und Sie haben hier Koeffizienten. Ja? Die x, x1 bis xn sind die Outputs. Und die Koeffizienten a1 bis an sind Inputs. Und dann haben Sie hier noch einen Input b. Und genau das ist das Wesen einer linearen Funktion in den unbekannten x, x1 bis xn. Jede einzelne Variable wird mit einer Konstanten, mit einem Koeffizienten, mit einem Input multipliziert, der auch 1 sein kann natürlich, wenn Sie keinen Input eingeben. Und diese ganzen Produkte werden aufsummiert. Hier noch vielleicht mit einem weiteren Summanden dazu, der nicht von den Xen abhängt. Und das ist die Einschränkung. So darf eine affin lineare Funktion aussehen. Nicht kompliziert. Es darf kein xi mit einem xj multipliziert werden. Es darf kein xi mit sich selber multipliziert werden. Es darf hier im Index kein x von, also es darf nicht sowas wie ein a von x von 1 sein oder so etwas, oder und auch kein x von 1 und so weiter und so fort. Es darf keine Wurzel, keine Exponentiation, kein Logarithmus. Diese Variablen dürfen in diesem Schema erscheinen in der Funktion und sonst nicht. Dann ist das Ganze linear oder affin linear, wegen dem B da hinten nur affin linear. Und lineare Nebenbedingungen sind dann von der Form, wir haben linke Hand etwas Lineares, etwas affin Lineares, wir haben rechte Hand etwas affin Lineares, und dazwischen, diese beiden Funktionen in x werden verbunden,
entweder wie Sie es etwa bei linearen Gleichungssystemen kennen, durch Gleichheit oder, wie wir es hier auch brauchen, durch Ungleichheit. Kleiner gleich, größer gleich. Nicht kleiner oder größer, sondern immer kleiner gleich oder größer gleich. Warum? Ja, also ein mathematischer Grund dabei ist, wenn Sie hier immer kleiner gleich und größer gleich schreiben und nicht kleiner oder größer irgendwo dabei haben, dann ist die Lösungsmenge abgeschlossen. Das heißt, das wissen Sie, wenn die Menge abgeschlossen und beschränkt ist, dann wird Maximum und Minimum angenommen. Das heißt, Sie haben ein Minimum, Sie finden ein Minimum, wenn Sie minimieren, oder Sie finden ein Maximum, wenn Sie maximieren. Wenn hier kleiner oder größer stehen würde, wenn das erlaubt wäre, dann kann es sein, dass das Minimum und das Maximum gerade auf dem Rand ist, was gerade durch kleiner statt kleiner gleich nicht in der Lösungsmenge enthalten ist. Sie können beliebig nah rankommen ans Minimum oder Maximum, kommen aber nie richtig ran. Und das werden wir ja auch sehen. In der Praxis ist es auch so, dass kleiner gleich und größer gleich auch das ist, was man typischerweise haben will. Kleiner und größer eigentlich typischerweise nicht das ist, was man haben will. Also in praktischen Problemstellungen wird man es typischerweise so haben, dass der Rand der Lösungsmenge zur Lösungsmenge gehört. Man wird selten mal den Fall haben, dass der Rand nicht zur Lösungsmenge gehört. So, fangen wir mal an mit ein paar kleinen Fingerübungen. Wir werden noch zu ernsthaften Problemen kommen. Hier fangen wir erst einmal an, um uns ein bisschen einzufriemeln. Wie man so elementare logische Ausdrücke, elementare logische Formeln modellieren kann. So, also wir nehmen zwei ganzzahlige Variablen an, die zwischen 0 und 1 sind. Ja, also x und y sind größer gleich 0, x und y sind kleiner gleich 1. Das sind alles lineare Nebenbedingungen. Kleiner gleich eine Konstante, größer gleich eine Konstante. Und hinzu kommt noch die Ganzzahligkeit. Und wenn Sie Ganzzahligkeit dazu hinzunehmen, dass x, wenn Sie auf der anderen Seite sagen, x zwischen 0 und 1 und y zwischen 0 und 1, dann bekommen Sie genau die Werte 0 und 1 heraus. Alles andere ist nicht ganzzahlig in diesem Intervall, ist dementsprechend abgeschnitten durch die Bedingungen. Und wir machen dasselbe, was man meistens so macht. 1 steht für wahr und 0 steht für falsch. Nicht immer macht man das so. Bei Unix, beziehungsweise heutzutage redet man ja nur noch von Linux, obwohl das jetzt nur ein Derivat von Unix ist. Da wissen Sie, wenn Sie Funktionen aufrufen, oder POSIX, wenn Sie Funktionen aufrufen, dann wird Rückgabewert 0 als wahr angesehen und Rückgabewert ungleich 0 als falsch, weil ein Rückgabewert ungleich 0 differenzierte Fehlerdiagnostik ist. Rückgabewert 1 bedeutet der Fehler, Rückgabe 2 bedeutet der Fehler und so weiter. Rückgabewert 0 ist, es hat alles ist die Information, es hat alles geklappt. Also es gibt Situationen, es gibt Gebiete, in denen 1 für falsch oder ungleich 0 für falsch und gleich 0 für wahr steht, aber im Allgemeinen ist das nicht so und wir werden das jetzt ja auch so betrachten, wie es normal ist. So, dann können wir zum Beispiel sagen, logisches und kann man ganz einfach ausdrücken, entweder durch zwei Bedingungen, dass x gleich 1 ist und y gleich 1 ist, oder durch die Summe x plus y gleich 2. Ja, das, x plus y gleich 2, diese Bedingung ist äquivalent dazu, dass x als logischer Wert gleich 1 gleich true ist und y als logischer Wert gleich 1 oder gleich true ist. Inklusiv oder von x und y können wir als x plus y größer gleich 1 sehen. Ja, diese Ungleichung ist genau dann wahr, wenn wenigstens einer von x oder y oder beide gleich 1 ist, höchstens einer gleich 0 ist, und das ist genau das inklusive oder. Und exklusiv oder, dass x gleich x wahr ist oder y wahr ist, aber nicht beide, das können Sie modellieren durch x plus y gleich 1. Genau einer von den beiden ist wahr. Das hatten wir alle schon. Ja?
Genau bei Pfaden hatten wir das schon, dass wir gesagt haben, genau eine Kante geht aus dem Startknoten heraus oder mindestens eine Kante geht da und dahin oder irgend solche Sachen. Höchstens wäre dann kleiner gleich. Ja, also ist es eigentlich nichts Neues. Logische Äquivalenz ist noch einfacher zu modellieren. X gleich Y. Das ist wahr, genau dann, wenn beide denselben Wahrheitswert haben. So, logische Implikation. Da möchte ich Sie erinnern an die Wahrheitstabelle der logischen Implikation. Wir haben vier Fälle. Die beiden Werte x und y, die beiden Variablen x und y können jeweils zwei Werte annehmen, also insgesamt vier Fälle. Und das sollten Sie kennen, ist die Wahrheitstabelle für die logische Implikation. Kennen Sie das oder kennen Sie das nicht? Haben Sie alle schon mal gesehen, hoffe ich. So, und das lässt sich ganz einfach, diese logische Implikation, wenn wir die Wahrheitstabelle anschauen, lässt sich das ganz einfach in eine lineare Nebenbedingung übersetzen. Halt, wieder zu viel angekreuzt. Hier x kleiner gleich y. Wenn Sie das vergleichen, unter welchen Umständen x kleiner gleich y wahr ist, dann stellen Sie fest, es ist in denselben Fällen wahr, wie die Implikation nach Wahrheitstabelle wahr ist. Das heißt also, aus x folgt y, wenn x dann y, ist adäquat modelliert durch die Ungleichung x kleiner gleich y. So, jedes Jahr hier wieder dieselbe neugierige Side-Question, wie übersetzt man das? Also abseitige Frage. Nee, weiß nicht, wie kann man das denn ins Deutsch übersetzen? Side-Question. Also, Sie verstehen, was ich damit meine. Also, so nebenher, ein kleiner Exkurs. So, haben sich jemals, als ich diese Wahrheitstabelle für die Implikation, für die logische Implikation zum ersten Mal gesehen habe, das war, glaube ich, ja, bin ich mir sicher, am Anfang meines Mathematikstudiums, am Anfang von der Analysis 1, habe ich mich schon gefragt, warum ist die logische Implikation genau durch diese Tabelle und nicht durch irgendeine andere Tabelle, genau durch diese vier Wahrheitswerte 1, 1, 0, 1 definiert und nicht anders. Haben Sie sich so eine Frage gestellt? Wer hat sich so eine Frage mal gestellt? Nicht allzu viele, okay. Ich meine, was haben wir denn hier oben für eine Situation? Wir haben hier eine Situation, wo eigentlich gar nichts. Also wenn die Prämisse falsch ist, wenn x falsch ist, dann ist doch gar nichts gesagt über die Konklusion, also über das Y, oder? Wie kann denn da. Warum kommt hier eine 1 raus? Eigentlich müsste doch hier, wenn wir ternäre Wahrheitswerte hätten, wo wir wahr, falsch und weiß nicht als drei Wahrheitswerte haben, dann würde man doch hier weiß nicht reinstellen oder ist egal oder so etwas, nicht? Oder? Warum stehen hier Einsen? Warum eigentlich? Wenn Sie das alle brav geschluckt haben, ohne sich eine Frage zu stellen dazu, dann müssten Sie mir eigentlich alle diese Frage beantworten können. Warum stehen da Einsen? Weil ich meine, Sie haben ja für diese zwei Zeilen hätten Sie ja potenziell vier verschiedene Möglichkeiten, was für Werte hier stehen. Warum nicht eine der anderen drei Möglichkeiten? Warum diese? Ist das irgendwie so plausibel? Warum ist das plausibel oder wodurch ist das gerechtfertigt? Bitte, Sie zuerst. Ja, Moment. Das ist ein Zirkelschluss, oder? Wenn Sie das zurückführen auf die nicht A oder B, nicht X oder Y, dann haben Sie diese Wahrheitstabelle angewendet und jetzt sagen Sie, die Wahrheitstabelle ist plausibel, weil man das so auf nicht X oder Y transformieren kann. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, aber ich sehe jetzt nicht, wo bei Ihnen der Plausibilitätsschluss ist. Sie hatten sich auch gemeldet? Also ich würde sagen, also das ist schon mal gleich, also zwischen den zwei Einsen.
Also, dass die beiden Werte gleich sind. Also, genau. Also, es ist erstmal schon mal plausibel, dass die beiden Werte in den ersten beiden Zeilen identisch sind. Ist nicht hundertprozentig zwangsläufig so, aber es ist schon mal plausibel, ja. Also die Einsen, weil sie es nicht widerlegen können, dass es zutrifft. Da wäre meine Gegenantwort, ich bin eher für die Nullen, weil sie es ja nicht beweisen können. Dann haben wir jetzt eine kleine Zwickmühle. Eine kleine Catch-22 im Englischen. Nicht? Ich meine, für jedes Argument, was sie bringen, kann ich das symmetrische Argument bringen. Das ist das Problem. Also sind wir uns einig, wenn wir ternäre Wahrheitswerte hätten, dann würde hier weder 0 oder noch 1 stehen, sondern eben der Wert dazwischen, der uns irgendwas aussagt von wegen, wir haben keine Ahnung und es ist auch egal oder irgend sowas, die Semantik wäre. Aber wir haben keine ternäre Logik, also müssen wir uns entscheiden für 1 oder 0. Und warum hat man sich für 1 entschieden? Warum? Bitte? Bitte? Null wäre falsch. Warum ist Null falsch? Ich meine, oder warum ist eins richtig? Kann man überhaupt von richtig oder falsch sprechen? Ich meine, wir reden hier von Definitionen. Definitionen sind nicht richtig oder falsch. Definitionen sind zweckmäßig oder nicht zweckmäßig. Ich hoffe dir, das ist Ihnen klar, dass wir bei Definitionen nicht von richtig oder falsch reden. Wir reden von zweckmäßig oder nicht zweckmäßig. Die Frage, die ich stelle, ist eigentlich so umformuliert, kann ich auch so umformulieren, warum ist es, hat man es als zweckmäßig gefunden, hier Einsen zu haben? Moment, Sie sind jetzt in dieser Zeile, wenn Sie sagen x, nee, in welcher Zeile? In der hier. Wenn Sie sagen x gleich 0 und y gleich 1, was ist jetzt Ihr Argument? Wenn Sie sagen würden, in diesem Fall wäre false der Wert, was wäre Ihr Argument? Ja gut, y trifft zu, aber in dieser Spalte steht ja nicht drin, ob y zutrifft, in dieser Spalte steht drin, ob die Implikation zutrifft. Gut. Es gab schon Jahre, da war das gerade am Ende der Vorlesung, sodass ich den Leuten das als Hausaufgabe gegeben habe, nicht vorwärts zu schauen auf die nächsten Folien, sondern sich das selbst zu überlegen. Aber jetzt sind wir hier mittendrin. Deshalb denke ich, es ist sinnvoll, dass ich hier einfach an dieser Stelle weitermache. In der logischen Propädeutik, wie sie häufig in der Philosophie etwa angewandt wird, oder zumindest gelehrt wird, ich weiß nicht, wie weit auch angewandt, betrachtet man immer so Beispielsätze. Also, Sie kennen das, den Syllogismus von alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt diesen Fall kennen, aber Sie können, glaube ich, die logische Abfolge, nach der geschlossen wird, dass Sokrates sterblich ist, nachvollziehen. Das ist ein klassisches Beispiel aus der logischen Propädeutik. Ein anderes Beispiel, ich bitte um Entschuldigung, dass ich das Wort Schäferhund falsch hier übersetzt habe. Es müsste Shepherd Dog heißen, nicht Sheep Dog. Es gibt auch Beispiele von der Art, alle Schäferhunde beißen Katzen. Über die Sinnhaftigkeit dieses Satzes brauchen wir natürlich nicht zu diskutieren, sondern wir nehmen ihn einfach her. Das ist eine logische Aussage. Nicht logisch in dem Sinne, dass sie zutrifft, sondern logisch in dem Sinne, dass es eben eine der logischen Analyse zugängliche Aussage ist. So, Kurve gekriegt.
Und wie gehen wir dir jetzt vor? Wir nehmen uns die Menge aller Hunde her. Ja, warum nicht? Wir haben ein Prädikat, was auf Hunde anwendbar ist, nämlich das Prädikat, dass dieser Hund X ein Schäferhund ist. Und wir nehmen uns ein anderes Prädikat her, B von X, was uns aussagt, dieser Hund X beißt Katzen. So, dann können wir das, was da oben steht, auch so ausdrücken. Für alle Hunde, für alle X aus der Hundewelt gilt, wenn X ein Schäferhund ist, dann ist X ein Katzenbeißen. Nein, sollte ich nicht sagen. Nein, ich sehe schon, ich sollte das mit Rücksicht auf einen Kollegen mal das Beispiel abändern. Also Katzenbeißen, das ist nicht mehr ein sinnvolles Beispiel. Okay. Gut, also dann beißt X auch Katzen. Ja, das ist nichts anderes als eine Umformulierung dieses umgangssprachlich formulierten Satzes unter Bezugnahme auf alle Hunde dieser Welt. Grundmenge und darauf zwei Prädikate. So, jetzt kommen wir zu unserer logischen Implikation. Wie sollte diese logische Implikation definiert sein? Natürlich ist dieses Beispiel nur stellvertretend, nur repräsentativ für unzählige andere Beispiele, die genauso strukturiert sind. Es sollte so definiert sein, die Implikation, dass dieser Ausdruck genau dann wahr ist, dieser Ausdruck mit dem Allquantor über alle Hunde genau dann wahr ist, wenn der Ausdruck, der unter dem Allquantor steht, diese Implikation, von der wir die ganze Zeit reden, wenn die wahr ist für jeden einzelnen Hund. Ja? Das ist eine sinnvolle, eigentlich sogar notwendige Forderung, die wir stellen müssten an die Definition der Implikation. Sonst können wir die, wenn das nicht erfüllt ist, wenn die Definition der Implikation diese Forderung nicht erfüllt, dann können wir die ganze Prädikatenlogik mit den ganzen Quantoren in die Tonne treten. Ja, dann würde das die ganze Prädikatenlogik plötzlich verändern. Ja? Dann wäre das Ganze, dann wäre das. Dieser Allquantor würde nicht mehr das ausdrücken, was wir mit ihm ausdrücken wollen. Also, diese Aussage mit dem Allquantor war genau dann, wenn die partikuläre Aussage für jedes einzelne x wahr ist. Das ist eigentlich die Bedeutung des Allquantors, ne? Andersrum gesprochen, wann immer der Hund kein Schäferhund ist, sollte die entsprechende Implikation für diesen Hund keinen Einfluss haben auf den Wahrheitswert des gesamten Ausdrucks. Was heißt es denn, dass ein Ausdruck keinen Einfluss hat auf den Gesamtwahrheitswert? Das heißt, dass der neutrale Wert angenommen werden sollte. Dass das hier dass dieser Ausdruck den passenden neutralen Wert annehmen sollte. Was heißt das? Also was für neutraler Wert ist das da? Von welcher Operation der neutrale Wert? Wir machen noch einen Schritt weiter. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Menge aller Hunde endlich ist. Ich denke, das ist nicht nur im philosophischen Kontext, sondern auch im realen Kontext eine durchaus eine Annahme, die die Allgemeinheit nicht einschränkt. Und jetzt wenn wir also die Menge aller Hunde enumerieren, dann können wir diesen Ausdruck auch umformulieren, der, von dem wir die ganze Zeit reden, auch umformulieren durch eine ziemlich große Verundung. Ja? Wir nehmen uns den ersten Hund her, die Implikation. Verundet mit dem zweiten Hund und so weiter bis zum letzten Hund. Alles miteinander verundet. Das soll wahr sein, genau dann, wenn das wahr ist, für jeden einzelnen Hund dieser Welt. Und für jeden einzelnen Hund dieser Welt wahr heißt Verundung. So, das heißt also, wann immer wir gar keinen Schäferhund haben,
mit diesem Hund, dann sollte der neutrale Wert angenommen werden für diese Verundung, für logisches Und. Und was ist der neutrale Wert fürs Und? Simsalabim, die 1. Wenn hier, also gehen wir zurück, wenn hier etwas anderes stehen würde als zwei Einsen, dann könnten wir gemäß dem, was ich jetzt eben da abgeleitet habe, flapsig gesagt, die ganze Prädikatenlogik, wie wir sie uns vorstellen, in die Tonne treten. Es ist eine pragmatische Entscheidung, hier Einsen reinzusetzen. Ja, dahinter steckt keine, möglicherweise steckt dahinter eine tiefere Weltweisheit, die dafür sorgt, dass das die richtige pragmatische Entscheidung ist. Aber zunächst einmal ist es eine pragmatische Entscheidung. Das finden Sie häufig. Die Fakultätsfunktion. N-Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 bis und so weiter bis N, nicht? Ist Ihnen bekannt. Was ist Null-Fakultät? Das ist nicht 1 mal 2 mal 3 mal 4 bis N, nicht? Das ist gar nicht semantisch anwendbar. Was ist Null-Fakultät? 1. Warum? Können Sie nicht wissen. Das ist eine pragmatische Erwägung daraus, da aus der komplexen Funktionentheorie, dass es gibt eine bestimmte wichtige Funktion, die Riemannsche Zeta-Funktion, die sämtliche Fakultätswerte interpoliert, also die durch sämtliche x und also n und Fakultät von n durch diese Punkte durchgeht und die geht in der 0 genau durch 0 durch. Das ist der Grund, durch 1 durch, Entschuldigung. Das ist eigentlich der tiefere Weltweisheitsgrund. Nehmen wir ein Beispiel, was Ihnen einsichtig ist, denke ich mal. Sie wissen, was eine Primzahl ist. Ist die 1 eine Primzahl? Wie ist eine Primzahl definiert? Eine Zahl, die nur... Genau zwei Teile. So könnte man sagen, die genau zwei Teile hat. Sich selber, also automatisch, zwangsläufig können es nur die Zahl selber und die 1 sein. So könnte man sagen. Oder häufig wird es auch definiert in der Form, eine Zahl, die nur durch sich selbst und durch... Die nur durch sich selbst und durch 1 teilbar ist, außer die 1 selber. Jede Zahl, die nur durch sich selber und die 1 selber ist, ist eine Primzahl, außer wenn es die 1 ist. Warum eigentlich? Warum soll man nicht die 1 zu einer Primzahl machen? Ja, dann könnte man einfach sagen, jede Zahl, die durch 1 und die sich selber teilbar ist, ist eine Primzahl und fertig. Bitte? Genau, das... Also es gibt schon tiefergehende Gründe, warum es sinnvoll ist, die 1 nicht als Primzahl zu sehen. Und das manifestiert sich beispielsweise in dem, was Sie gesagt haben. Wenn die 1 eine Primzahl wäre, dann würde es nicht mehr stimmen, dass jede Zahl eine eindeutige Primzahlzerlegung hätte. Denn Sie könnten beliebig auf die 1 dazu multiplizieren, es wäre immer noch eine Primzahlzerlegung. Also Sie sehen vielleicht ein bisschen dabei... Nochmal den Punkt, den ich gesagt habe, es gibt bei Definition kein richtig und falsch. Es gibt nur ein zweckmäßig oder nicht zweckmäßig. Oder denken Sie beispielsweise an 2 hoch 0 ist 1. Ne? Warum? Weil sich das da auf natürliche Art und Weise fortsetzt. Sie fangen erstmal an zu definieren, 2 hoch 1 ist 1, 2 hoch 2 ist 2, ist 4, nein, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8 und so weiter und so fort. Und wenn Sie das Ganze jetzt rückwärts betrachten, immer den Exponenten um 1 vermindern, dann kommen Sie ganz natürlich an, dass Sie bei 2, sozusagen wie beim Intelligenztest, wie setzt sich die Reihe fort, dass Sie dann sagen würden, 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch minus 1 ist dann eben nochmal durch 2 geteilt und so weiter und so fort. Eine pragmatische Entscheidung, die an allen Ecken und Enden sinnvoll ist und da diese pragmatischen Entscheidungen in der Mathematik sich immer wieder herausstellen, als sie sind an allen Ecken und Enden sinnvoll. Man findet kein Beispiel, wo man sagen würde,
Ah, da hätten wir es doch jetzt besser anders definiert, als wir es definiert haben. Weil das so ist, muss da doch ein bisschen mehr wohl dahinter sein, als nur, dass man sagt, also ein bisschen mehr an Weisheit, an naturgesetzlichen Sachen dahinter sein, als dass man sagt, das ist pragmatisch, wenn wir es so definieren, das passt. Pi mal Daumen, passt schon. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Gut. Damit sind wir. Also hier ist nochmal der Punkt. Das sind ja die beiden Zeilen, um die es eigentlich ging, was man da reinsetzt. Und das habe ich Ihnen versucht zu begründen. Musste ich mir selber herleiten, so eine Begründung. Also niemand, den ich damit gefragt habe, konnte mir da einen Grund nennen. So, das waren jetzt aber die Vorarbeiten. Jetzt geht es wieder richtig zur Sache. Das TSP als ILP. TSP heißt abgekürzt, mal gucken, schreibe ich das da auch irgendwo? Ja, what's in a name? TSP hieß immer früher das Traveling Salesman Problem, heutzutage heißt es das Traveling Salesperson Problem aus bekannten einsichtigen Gründen. Die Idee dahinter ist, dass sie die Punkte, also sie haben hier gegeben sind Punkte, irgendwelche Objekte im Allgemeinen, dazu werden wir noch kommen, aber das kommt daher, dass wir uns Punkte in der Ebene vorstellen, endlich viele Punkte in der Ebene. Das ist der Input, P1 bis P16 in dem Fall. Und der Output ist das, was Sie hier an Pfeilen sehen, einen geschlossenen Streckenzug, der möglichst kurz ist. Und die Idee ist, woher der Name kommt, dass ein Handelsreisender oder Handelsreisende alle Städte in irgendeiner Reihenfolge, in beliebiger Reihenfolge abklappern will und die gesamte Fahrzeit soll minimiert werden. Das ist natürlich nur eine Intuition, eine Illustration, um zu erklären, was das Problem ist. Wir werden noch später, ich weiß nicht, ob heute noch, wenn nicht beim nächsten Mal, auf ernsthafte Anwendungen zu sprechen kommen. Das lassen wir jetzt hier erstmal aus. Also, wir haben erstmal in dieser einfachen Version eine endliche Menge von Punkten in der Ebene und wir wollen einen geschlossenen Streckenzug, polygonalen Streckenzug haben, sodass jeder Eingabepunkt tatsächlich im Polygon drin ist, eine Ecke des Polygons drin ist und kein anderer Punkt eine Ecke des Polygons ist. Und unter diesen Bedingungen wollen wir die Gesamtlänge minimieren. So, das ist das Bild. P1 bis P16 gegeben. Die Pfeile sind der Output. Jetzt mal was Frage an Sie. Kann das eine minimale Rundtour sein? Bitte? Warum nicht? An dieser Kreuzung hier kann man das sehen. Ja. Genau, also erste Antwort ist nein, es kann nicht minimal sein. Diese Rundtour kann nicht minimal sein. Ich sage erste Antwort. Es wird noch eine zweite Antwort natürlich geben. Es kann nicht minimal sein. Ich muss eine neue Seite aufmachen. So. Haben Sie sich eigentlich diese Bilder auch mal angeschaut? Also ich hoffe, dass die dann auch hilfreich sind. Warum, was passiert da? Wir machen mal hier einfach so ein Bild. Zwei sich kreuzende Kanten. Die können beliebig sein. Ich male die jetzt so, als ob so ein schönes Kreuz wäre. Die können natürlich auch beliebig exzentrisch sich kreuzen. Und stattdessen haben Sie die Möglichkeit, anstatt diese beiden Kanten herzunehmen, jetzt nehme ich vielleicht doch mal eine andere Farbe. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit, die vier Endpunkte so zu verbinden, nicht? Das war Ihr Vorschlag. Gehen wir nochmal zurück. Hier, stattdessen könnte man, weiß ich nicht, irgendwie könnte man genau hier so verbinden und dann so verbinden. Dann muss man hier noch was umdrehen und dann klappt es auch wieder mit der Rundtour. Und man hat wohl eine kürzere Rundtour. Warum hat man eine kürzere Rundtour?
Mal gucken, wie mache ich das jetzt mit der Farbigkeit. Ich glaube, ich nehme wieder die normale Farbe. So, wir haben jetzt hier irgendwelche Längen. Wir haben jetzt hier, trage ich ab die Länge A, hier die Länge B. Hier an diesem Schnitt, an diesem Treffpunkt, da trage ich nochmal ab C1 und C2. Also die ergeben zusammen die Länge dieser Kante und hier D1 und D2 ergeben zusammen die Länge dieser Kante. So, jetzt können wir Dreiecksungleichung anwenden. Wir haben jetzt hier A ist kleiner C1 plus D1 und B ist kleiner als C2 plus D2. Echt kleiner, weil es kein entartetes Dreieck ist, sondern immer noch ein normales Dreieck ohne 180 Grad Winkel und ohne 0 Grad Winkel drin. Einfach die Dreiecksungleichung angewandt auf Dreiecke. Und wenn wir das jetzt hernehmen, dann stellen wir fest, wenn wir das beides addieren, die beiden Ungleichungen, dann ist A plus B echt kleiner als, wenn ich das zusammenfasse, C plus D. C gleich C1 plus C2, D gleich D1 plus D2. Und damit, das, was Sie eben gesagt haben, ist damit erfüllt. Also erste Antwort ist, diese Rundtour kann nicht die kürzest sein. Hat jemand eine Idee, warum ich sage, das ist die erste Antwort? Die zweite Antwort ist, es hängt davon ab, wie ich die Längen definiere. Sie haben selbstverständlich angenommen, dass die Längen euklidisch definiert sind. Das muss aber nicht sein. Man kann die Längen der einzelnen Strecken zwischen zwei Punkten natürlich auch beliebig anders definieren. Dann kann man es natürlich so definieren, dass gerade diese beiden Längen besonders kurz sind und die alternativen Längen entsprechend besonders lang ist. Und dann könnte man könnte natürlich die Längen so basteln, einfach indem sie, dass das die kürzeste Rundtour ist, einfach indem sie auf die Strecken, die hier drin sind, überall den Wert 1 legen und auf die Strecken, die nicht drin sind, überall den Wert 2 oder den Wert 1 Million oder was drauflegen, dann haben sie garantiert, dass das die kürzeste mögliche Rundtour ist. So. Wie würde man das verallgemeinern? Naja, anstelle von Punkten in der Ebene haben wir irgendwelche Objekte von irgendwelcher Art und die Distanzmaße, die Sie aus der Ebene kennen, euklidischer Abstand oder L1-Norm oder L-Unendlich-Norm, L1-Metrik, L-Unendlich-Metrik, das kennen Sie doch, oder? Sie kennen L1-Norm, L1-Metrik? Also in den letzten Jahren kannten die Leute das immer. Okay, dann vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wir können jetzt beliebige Distanzen zwischen den einzelnen Objekten definieren und wir können an diesem Beispiel hier zeigen, dass das eine echte Verallgemeinerung ist. Wir haben drei Objekte, O1, O2, O3 und wir setzen zwei der Distanzen auf 1 und die dritte Distanz setzen wir auf 3. Damit ist die Dreiecksungleichung nicht mehr erfüllt. Das heißt, das ist eine echte Verallgemeinerung, das kann unmöglich noch hier unter irgendeine Metrik passen. Ja? Es kann unmöglich, diese Distanzwerte, diese D-Werte können so definiert unmöglich irgendeine Metrik sein, denn jede Metrik erfüllt die Dreiecksungleichung. Das ist eine echte Verallgemeinerung. So. Ich denke, an dieser Stelle ist jetzt ein guter Stopppunkt, um die Vorlesung zu beenden. Wir sind eigentlich ziemlich genau auch bei der Zeit schon herausgekommen. Dann möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Würde mich freuen, wenn Sie mir treu blieben. Es wird jetzt keine Donnerstagsfeiertage mehr geben, soweit ich weiß. Das heißt also, keine 14 Tage Frist, um Dinge zu vergessen, sondern immer nur wöchentliche Frist, um Dinge hoffentlich nicht ganz so stark zu vergessen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, schöne Woche und schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Mal.